Ich glaube, er hat angefangen aufzunehmen. Insofern würde ich mal sagen, lasst uns die chaotische Viertelstunde beginnen. Ich bin Robert und ich erzähle heute so 90% ungeplant über Linux Namespaces. Und zwar nicht sehr tiefgründig, weil sehr tiefgründig verstehe ich diese Dinger nicht, aber so ein bisschen aus der Sicht von einem Systemadministrator. So, was sind die Linux Namespaces? Na, da gibt es mehrere. Grundsätzlich sind es Mechanismen zur Virtualisierung von Teilen von Linux oder Isolierung, auch je nachdem, wie man das betrachten möchte. Einzeln gesehen sind sie kein Sicherheitsmechanismus, dafür muss man sie schon irgendwie kombinieren. Das unterscheidet sie beispielsweise von dem BSD-Jails-Mechanismus oder virtuellen Maschinenechten. Man kann ein paar aufzählen, es gibt auch nur eine Handvoll davon. Es gibt User Namespaces, es gibt Inter-Process Communication Namespaces, es gibt Network Namespaces, es gibt Mount Namespaces und es gibt Process ID Namespaces und ich habe bestimmt auch welche vergessen. User Namespaces sind ein bisschen kompliziert, die würde ich erstmal gerne hinten anstellen und würde erstmal gerne über PID Namespaces und Mount Namespaces und Network Namespaces reden. Ich glaube, Network Namespaces kann man am besten demonstrieren. Aber ich muss erstmal hier einen User Namespace aufmachen, sonst kann ich das nicht machen. Ich habe nämlich hier keinen Root drauf. Map Root User minus Net. So, Unshare ist ein CLI-Tool, mit dem man Namespaces anlegen kann. Das hat halt unten drunter den syscall Unshare, deswegen nennt sich das Tool wahrscheinlich auch so. Die ersten beiden Argumente kann man jetzt erstmal ignorieren. Könnt ihr das eigentlich lesen? Ist das groß genug? Ja, gut. Kann man erstmal ignorieren. Das hat jetzt nur damit zu tun, dass ich halt auf dem Rechner keinen Root habe. Jetzt hole ich mir einfach mal Root über die ersten beiden Argumente, erkläre ich nachher, wie das funktioniert. Das eigentlich Interessante ist es nett. Und dann geben wir noch einen Prozess dann hinten dran, den wir ausführen wollen mit dem neuen Network Namespace. In dem Fall einfach eine Shell und das ist halt Standard. So, man sieht jetzt hier, bin ich als Root-User geworden. Das liegt an den ersten beiden Parametern. Wie gesagt, erkläre ich später. Und jetzt das Wichtige ist sozusagen hier dieses Net. So, was hat das jetzt gemacht? Na, das Net hat uns im Prinzip gemacht, dass ich jetzt, wenn ich hier sage IP-Link, nur noch ein Loopback-Interface sehe. Also IP-Link listet die Network-Devices auf. Hier Ctrl-B, Anführungszeichen. Jetzt habe ich hier eine zweite Shell unten drunter mit so einem TMUX-Split. Und die ist außerhalb vom Netzwerk-Namespace, weil es ein komplett separater Prozess ist. Wenn ich hier IP-Link sage, sehe ich, okay, habe ich alle möglichen Sachen drin. Hier läuft irgendwas mit, wahrscheinlich QEMU, was so eine Virtual Bridge angelegt hat, diese drei. Dann habe ich hier ein WLAN-Interface, keine Ahnung, was dieses Home-Ding hier ist. Und hier ist ein physikalisches Netzwerk für euch. Genau, und innerhalb von dem Netzwerk-Namespace habe ich jetzt erstmal nichts davon. Das ist interessant, also ich habe hier eine eigene Spielwiese sozusagen für Netzwerkgeräte. Und bei Network-Namespace geht es nicht nur um Netzwerkgeräte, sondern es geht auch um Netfilter und IP-Tables-Regeln. Das heißt, die sind komplett separat, werden separat maintained. Jetzt kann ich halt durch diese Rumspielerei zum ersten Mal hier Prozesse drin starten, die nicht auf ein Netzwerk zugreifen sollen, weil sie können nur aufs Loopback-Interface zugreifen, sie haben keine andere Art und Weise, wie sie ein Netzwerk können. Jetzt kann ich aber auch hingehen und kann neue Netzwerkgeräte anlegen innerhalb von diesem Network-Namespace. Ctrl-B nach oben. So, die Frage ist, was für Netzwerkgeräte kann ich hinzufügen? Ich könnte jetzt entweder physikalisch irgendwelche Netzwerkgeräte hinzufügen und da reinlegen, oder ich könnte auch Netzwerkgeräte nehmen, hier aus diesem Root-Network-Namespace und könnte sie rein verschieben in den oben, da brauche ich aber auch Root-Rechte für. Oder ich kann virtuelle Netzwerkgeräte anlegen und dafür brauche ich nichts weiter, das kann ich einfach innerhalb von diesem Network-Namespace machen. So, das ist irgendwie Type, VF, ob ich das hinkriege, weiß ich nicht, doch. Funktioniert. So, jetzt habe ich hier ein neues VETH angelegt. VETH ist ein virtuelles Netzwerkkabel. Das hat zwei Enden als Kabel. Ne? Und hier habe ich eine Seite und hier habe ich die andere Seite von Netzwerkkabel. Wozu sind die gut? Naja, diese Netzwerkkabel kann ich halt legen und beziehungsweise die Enden irgendwo hin verschieben. Und weil die also ein Kabel ist, ist es immer verbunden. Und jetzt könnte ich beispielsweise hingehen und sagen, ja, dieses eine Ende von diesem Netzwerkkabel lege ich in den anderen Network Namespace rein. Und das ist eine Art und Weise, wie die dann miteinander kommunizieren können. Der eine, auf der einen Seite ein Netzwerk-Namespace hier oben, sende ich es an die eine Seite von dem Kabel rein und wenn ich das untere jetzt nehme und verlege es in einen anderen Netzwerk-Namespace rein, dann kommt es dort an, auf diesem Ende von dem Kabel. So, kann ich demonstrieren, indem ich jetzt beispielsweise hingehe und
hier drin nochmal eine Team-Accession starte. Oh Gott. Naja, muss ich erst einen Präfix setzen. Präfix C-G, sonst komme ich hier komplett durcheinander. Tmux ist gleich und Tmux. So, und jetzt habe ich in meinem Network Namespace habe ich eine Tmux Session offen. Ja, hier sieht man wieder, habe ich dieses Pair und jetzt kann ich hier hingehen und kann ins Split machen. Das ist natürlich falsch. Bitte? Set Prefix Prefix C minus G. Danke. So, jetzt kann ich hier einen neuen. Genau, so jetzt sind diese beiden oberen Splits sind alle beide im Network Namespace. Sieht man jetzt beide, ne? Jetzt kann ich hier an der einen Seite hingehen und kann nochmal genau das gleiche machen. Ich kann nämlich sagen, unshare minus minus net. Und jetzt brauche ich nicht den Root-User zu mappen, weil ich bin schon Root. So, und jetzt bin ich in einem neuen Network Namespace, jetzt sind die genestet. Und man sieht, jetzt habe ich hier wieder einen neuen Network Namespace, ich habe wieder nur ein Loopback-Device. So, diese Loopback-Devices sind übrigens alle unterschiedlich, jeder hat sein eigenes und die können nicht miteinander kommunizieren irgendwie. So, jetzt kann ich aber hingehen und kann sagen, was ist denn der, die PID von dem Prozess und kann dann sagen, sowas wie IP-Link set dev vf1 net nee, ns glaube ich und ich meine ich kann einfach die PID angeben wenn nicht set ns oh Gott wie ging das Stefan weg. Mann, habe ich nicht IP set device jetzt VETH1 und dann bitte achso du meinst IP link set und dann das device und dann ns oder schon die netns und dann so okay. So, jetzt schauen wir mal nach. Wir haben jetzt nur noch ein Ende von dem WeEthPair hier und das andere Ende von dem WeEthPair sollte jetzt hier aufgetaucht sein. So, jetzt haben wir die beiden Netzwerk-Namespaces miteinander verbunden über ein Kabel. Und jetzt könnte ich theoretisch hingehen und könnte den IP-Adressen geben, IP-Link, IP-Address, add dev WeEth1, was sehe ich, 92, 10. 002/24 und könnte hier hingehen und sagen IP address at def vf0 c0021/24 und dann verwende ich diese IP-Adressen wahrscheinlich auch gar nicht, weil ich kein Routing mache. Netcat minus L listen auf der Port 1234. Und wir haben kein Netcat. Ja, man kann sich jetzt vorstellen, dass ich Netcat auf beiden Seiten machen könnte und dann über dieses virtuelle Kabel miteinander reden. So. Genau. Wo kennt man Network Namespaces her? Hauptsächlich natürlich von Containern, weil Container Network Namespaces nutzen, um die Network-Kommunikation von Prozessen miteinander zu isolieren. Dadurch, dass jeder Network Namespace ein eigenes Loopback-Device hat, können die nicht auf den Ports interferieren. Also normalerweise habe ich, wenn ich einen Port aufmache, beispielsweise auf TCP, habe ich diesen Port in einem exklusiven Modus gezogen. Das heißt, dieser Prozess ist der einzige Prozess, der auf diesen Port lauschen kann. So, wenn ich das auf einem Loopback-Device beispielsweise mache, ist dieser Prozess der einzige Prozess, der meinen Port nutzen darf, 1, 2, 3, 4, dann ist der Port blockiert. Jetzt möchte ich aber vielleicht gerne 50 Webserver starten, die alle auf Port 8080 standardmäßig hören, weil ich die halt nicht konfigurieren möchte, sondern ich möchte das alles in meinem Container-Setup machen. Ja, dann starte ich für jeden Webservice starten ich eigene Network Namespace. Die haben eigene Loopback-Device und dort können sie auf ihren eigenen Port 8080 laufen. Ist halt jedes Mal ein anderer Port, weil es ein anderes Loopback-Device ist. Okay, jo.
So viel erstmal zu Network Namespaces. Das Setup kann ich ja offen lassen. Und mal kurz über Pit Namespaces reden. Pit Namespaces sind, glaube ich, relativ schnell abgefrühstückt. Meine Shell hat halt irgendeine Process-ID. Die werden, ich weiß nicht genau, fortlaufend vergeben. Da gibt es halt Recycling davon. Und ich kann aber sowas sagen wie unshare minus minus pit. Und ich muss noch minus minus fork sagen. Und das geht nicht, weil ich noch kein Root-User bin. Also mache ich einen User minus minus map root-User. Und was habe ich jetzt hier drin für eine Pit? Na, ich habe hier drin Pit 1. Also Pit Namespaces isolieren Process-IDs voneinander. Wieso ist das interessant? Naja, das ist den zwei Sachen interessant. Das eine sind Mount Namespaces, kommt später. Und das andere ist, weil Pit 1 reaped, die Children reaped. Also wenn ich einen Process habe, der macht Spawn Children, der Parent Process died, dann werden die Child Process, die noch laufen, werden unter Pit 1 gehängt. So. Und wenn Pit 1 halt irgendein Prozess ist, dann habe ich den halt nicht unter Kontrolle. Das ist wahrscheinlich Systemd auf einem üblichen System. Und mit einem Pit-Namespace habe ich aber meinen eigenen Prozess als Pit 1 und der kann dann halt die Child-Prozesse verwalten, die halt irgendwie verwaist sind. So, Fragen eigentlich soweit? Ansonsten dröhne ich einfach weiter. Gut. So, Zwischeneinschub. Naja, das ist ja für Systemadministratoren. Was wollen Systemadministratoren wissen? Ja, die wollen ja wissen, in was für Namespace ist eigentlich mein Prozess gerade drin. So, und dafür mache ich jetzt mal den zu, weil das mit Pit ist ein bisschen doof. Ich nehme hier den Process von dem da oben, die Pit von dem da oben, und jetzt gehen wir mal in Proc rein. Oh Gott, Proc 3970. Und da gibt es einen Ordner, der nennt sich NS für Namespaces, und da drin gibt es halt so lustige Links. Und die sind erstmal noch ein bisschen unsagend, aber darüber kann man zuordnen, welche Prozesse in welchen Namespaces drin sind. Diese Einträge sollten eigentlich identisch sein. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise hier oben hingehe, Ctrl-G hoch, Ctrl-B rüber und hier aus dem inneren geschachtelten Network Namespace wieder rausgehe, dann sollten diese beiden Prozesse eigentlich im selben Network Namespace drin liegen. Ctrl-G runter, das minus L slash proc slash 3982 slash FD, nicht FD, Entschuldigung, NS. Und dann machen wir das nochmal groß. Also in Deutsch. So. Und dann sollten wir theoretisch sehen, dass die beide im selben Network Namespace drin liegen. Hier 2288 am Ende. Und sie liegen eigentlich auch so ziemlich in allen anderen Network Namespaces selben drin, weil das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass diese beiden ja im selben Network Namespace drin liegen. Jetzt kann man natürlich nochmal schauen. ls-l proc self ns und sollte hier drin sehen, dass das ein anderer Network Namespace ist und das ist hier diese 1840 und hier die 2288. So. Das sieht jetzt alles ein bisschen kryptisch aus. Warum ist das so? Naja. Die Namespaces hängen normalerweise an den Prozessen dran. Das heißt, die haben keine andere Materialisierung in irgendeinem Proc- oder Sys-Dateisystem, zumindest von denen ich wüsste. Deswegen haben wir auch vorhin, als wir das Network Namespace verschoben haben, habe ich die Process-ID angegeben. Hier, we have set netNS und hier ist es die Process-ID von dem anderen Prozess, der drüben im anderen Namespace lief. Und wie gesagt, da die halt assoziiert sind mit Process normalerweise, werden die über Process-IDs identifiziert und dementsprechend sind die auch hier relativ kryptisch markiert. Ich habe keine Ahnung, was diese Zahlen bedeuten, aber ja. Man kann allerdings die persistent machen über Bind-Mounts. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich Root hätte, hingehen, ein Bind-Mount machen auf diese Datei. Und dann und nur dann würde dieser Namespace länger leben als alle Prozesse, die ihn nutzen. Also normalerweise wird der Namespace weggeräumt, wenn alle Prozesse, die im Network in diesem Namespace drin sind, auch weg sind, also automatisch Garbage Collected. Wenn ich einen Bindmount gemacht habe, dann nicht, dann lebt er auch noch so lange, wie der Bindmount halt da ist. Und dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen, was es ist, wenn es hier einen Bindmount gibt und nicht das irgendwie so komisch rumfliegt. Gut, Pit Namespace, Network Namespace, machen wir noch Mount Namespace.
Es sei denn, ihr sagt, ne, kein Bock mehr. Gut, machen wir weiter. Mount Name Spaces. Mount Name Spaces sind ziemlich lustig. Aber ich muss hier auch wieder Root-User sein. Achso, Username Spaces noch. Muss ich halt noch machen. Map Root-User. Meines Mount. So. In einem Mount Name Space habe ich eine Isolierung von Mount Points. So. Aber das ist anders als Network Name Spaces, weil, wenn ich hier drin sage Mount, dann sehe ich ja noch alles. Ne? Das heißt, es gibt Propagationseinstellungen dafür, ganz ehrlich, da kenne ich mich nicht mit aus, aber standardmäßig siehst du alle Mount Points. Du kannst aber zusätzliche jetzt hinzufügen und die sind dann nur innerhalb von deinem eigenen Mount Namespace sichtbar. Also wenn ich jetzt irgendwie hingehe und sage hier, keine Ahnung, mit Desktop und jetzt mache ich mal ein, was ist, Mount meines Bind von Music auf Desktop. Hoffe ich, ihr wisst auch, warum das drin ist. NS Desktop, dann ist da nichts drin. Und wenn ich das ummache, ist da wahrscheinlich auch nichts drin. Das war jetzt irgendwie auch lustig. Ja, da ist was drin. Also normalerweise ist in dem Desktop-Ordner was drin. Ja, und dann kann ich hingehen und kann Bind-Mount jetzt machen. Bind und kann halt irgendwie den Music-Ordner auf den Desktop-Ordner drüber mounten. Und jetzt, wenn ich hier sage LS Desktop, kriege ich halt den Inhalt von Music. Und das Interessante dabei ist eben, dass ich jetzt hingehen kann, oh Gott, Ctrl G, Anführungszeichen. Und wenn ich hier noch sage LS Desktop, der untere Prozess ist halt außerhalb von dem Mount Namespace, sehe ich noch den Inhalt. Das heißt wirklich, diese Mounts, die ich jetzt zusätzlich hinzugefügt habe, die sind nur in dem oberen sichtbar. Das ist Schritt Nummer 1 für das Klassische, was man unter Container versteht, also das grundlegende Feature, das ist ja die Isolierung von Dateisystemen, dass ich also genau unter Kontrolle habe, was ist denn das gesamte Dateisystem, auf das ich zugreifen kann. Das funktioniert über Mount Namespaces. Die Idee dabei ist, naja, du fängst jetzt halt an und bastelst dir halt so ein Dateisystem, legst es in irgendeinen Ordner rein und sagst dann, dieses Dateisystem ist jetzt das neue Root-Dateisystem. Das zu demonstrieren, ein bisschen interessant. Die Frage ist, ob wir nämlich hier eine Busybox drauf haben, sonst wird das ein bisschen lustig. Busybox. Nein, haben wir nicht. Warum eine Busybox? Weil eine Busybox normalerweise eine statische Binary ist, die keine weiteren Abhängigkeiten hat. Eine statische Binary kann ich ganz einfach ausführen, da brauche ich keine Libraries, kein Setup von irgendwelchen LD-Conf oder sonst irgendwas für. Ohne eine Busybox wird es ein bisschen schwierig zu demonstrieren, wie das funktioniert. Die grundlegende Idee ist eben, du baust, machst halt irgendeinen Ordner hin. Dann sagst du hier, oh gut, das ist jetzt mein neues Root-Dateisystem. Machst du sowas wie for in Proxys, etc, home, keine Ahnung, USR, legst halt alle möglichen Ordner an. Do mkdir, $i, dann. Und dann hast du halt hier normalerweise auch deine Executables drin, die du ausführen willst, deine Libraries und so weiter. Und dann sagst du so, und jetzt nach pivot-root dot zu, was weiß ich, USA oder was man gerade hier, out-root, pivot-root von dot zu out-root. So. Das wird jetzt nicht gehen, weil ich habe nichts, was ich danach ausführen kann, was noch in dem. Also ich kann, es funktioniert schon. Das Problem ist, ich kann danach nichts mehr mit anfangen. Achso, tippt. So. Change dot to, ach, weiß nicht. Ja, es wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich halt keine Shell ausführen kann in dem Ding. Es ist halt jetzt keine Datei vorhanden in diesem Dateisystem, was ich mir jetzt angelegt habe, die ich ausführen könnte. Und insofern ist das alles ein bisschen witzlos. Aber die grundlegende Idee von diesem Pivot-Root ist, mit Pivot-Root kann ich definieren, so, mein neues Root von meinem Dateisystem ist jetzt dieser Ordner und das, was vorher der Root von dem Dateisystem war, das geht jetzt hier in dieses zweite Argument, dieses Old Root. So, das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist, jetzt unmounte ich Old Root. Und weil ich in einem Mount Namespace drin bin, heißt es, nur diese Änderungen sind alle nur für mich sichtbar. Sowohl diese Verschiebung vom Root-Dateisystem als auch das Unmounten von dem Old Root. Und damit sehe ich anschließend nur noch das, was ich vorher angelegt habe, dieses etc, proc, home, sys, usr und so weiter. Und es gibt auch keine Möglichkeit, das irgendwie rückgängig zu machen, weil
Ich habe erstmal keinen Zugriff auf Geräte, ich habe kein Dev. Ja? Und ich kann im Gegensatz zum Change Root selbst als Root nicht aus diesem Ding ausbrechen, weil dafür müsste ich das Root-Dateisystem auf irgendetwas verschieben, was ich habe. Und im Normalfall habe ich nichts, worauf ich es verschieben könnte. Also, sobald ich irgendein File-Descriptor beispielsweise bekomme, der von außerhalb kommt, von außerhalb von meinem kleinen Dateisystem, kann ich auf dieses Ding den Directory bekommen und kann darauf wieder mein Root-Dateisystem herstellen. Habe ich aber keinen File-Descriptor auf Outside und keinen Pfad oder sowas, dann habe ich keine Möglichkeit, aus diesem Ding auszubrechen. Okay, so. Das zweite Lustige an den Mount Namespaces ist, was für Dateisystem kann ich denn überhaupt mounten? Weil Dateisysteme unter Linux sind nicht so implementiert, dass sie irgendwie Security-aware wären. Das heißt, wenn ihr irgendeinen USB-Stick mal bekommt, mit einem, der aus nicht vertrauenswürdigen Quellen ist, ist allein schon das Mounten davon gefährlich, weil sich wohl niemand so richtig darüber Gedanken gemacht hatte, was für Angriffsvektoren es eigentlich gibt auf Dateisystemebene, also in den Dateisystemtreibern. Aus diesem Grund und wegen der ganzen Problematik mit setuid darfst du nicht einfach beliebige Dateisysteme mounten, sondern es sind eingeschränkt auf eine Allow-List. Du darfst procfs mounten, du darfst tempfs mounten, du darfst bindmounts machen und ich glaube, das war es auch schon. Vielleicht gibt es auch noch ein bisschen was mehr, aber das ist im Prinzip alles. Du kannst nicht irgendwie eine Festplatte oder sowas mounten in einem Mount Namespace, zumindest nicht als unprivileged User, so wie ich das gerade mache. Aber du kannst procfs mounten. Und das ist interessant. Mount-t. Oh Gott, wie war das? Proc oder procfs? None auf hier. Proc. Genau, und das gilt, glaube ich, nur, wenn du vorher in einem Pit-Namespace drin warst. Das heißt, wir gehen mal raus und machen hier noch einen --pit, --fork. Und jetzt haben wir hier meinen Foo-Ordner und machen einen mount-t none nst proc none auf .slash proc. So, das geht. Das geht deswegen nur, ich glaube, das geht auch wegen nur deswegen in einem Pit-Namespace wegen Security. Interessanterweise. So. Und innerhalb von diesem Proc-Namespace sollten jetzt ja die Liste von meinen Prozessen drin sein. Und man sieht, hier habe ich nur zwei Prozesse drin, 1 und 4. Das wird wahrscheinlich hier das ls und die Shell sein. Und diese Kombination ist jetzt eben interessant. Das heißt, wenn ich mir einen Container aufmache mit einem eigenen Dateisystem, kann ich dort drin ein procfs mounten und darüber können die Prozesse über sich selber lernen, über sich, was für offene File-Deskriptoren es gibt, in was für Network, in was für Namespaces sie drin sind und so weiter. Aber dieses neue procfs ist beschränkt in der Sichtbarkeit auf die Prozesse in dem Pit-Namespace. Da ich jetzt hier noch kein Pivot-Root gemacht habe, habe ich noch Zugriff auf das originale procfs und das /ls, das /proc. Und da sieht man jetzt noch alle Prozesse drin. Und das zeigt mal wieder, diese Mechanismen sind alle einzeln und relativ orthogonal zueinander. Und man muss sie wirklich miteinander kombinieren und dabei auf sehr diffizile Feinheiten achten, um daraus wirklich einen Security-Mechanismus zu bauen. Okay, Fragen dazu? Dann Username Spaces. Die sind lustig. Die sind vor allem deswegen lustig, weil ich vermutlich nicht allzu viel davon zeigen kann. Dafür bräuchte ich mehr Konfiguration auf der Maschine. Username Spaces sind auch wieder eine Isolierung, und zwar von User-IDs. Und ähnlich wie bei Pit-Namespaces ist es so, dass ich im Prinzip nicht das sehe, was es außen gibt, sondern nur das, was ich mir in meinem eigenen Namespace definiert habe. Es ist allerdings so, dass es gibt eine gewisse Analogie zu Pit-Namespaces. Und zwar, bei Pit-Namespaces ist es ja so, ich habe hier in meinem Pit-Namespace meine beiden Prozesse 1 und 4, aber diese Nummern hier also die Prozesse existieren auch außerhalb von dem Pit-Namespace. Das ist kein Process-Namespace, sondern ein Namespace für die IDs von Processes. Deswegen finde ich diese beiden Prozesse hier, diese Shell und das LS, solange es noch laufen würde, finde ich nicht nur innerhalb von dem Pit-Namespace, sondern ich finde sie auch außerhalb von dem Pit-Namespace. Sie haben dort aber andere Process-IDs. Okay? Es gibt also ein Mapping von den Process-IDs zwischen innerhalb und außerhalb von dem Namespace. Und das gleiche passiert bei User-IDs auch.
Bei User-IDs gibt es auch wieder ein Mapping von außerhalb zu innerhalb von dem Username-Space. Und deswegen kann ich hier in dieser Shell hier oben, oder UID, kann ich User-ID 0 sein. Und ich bin aber eigentlich, naja, okay, das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich mich nehme. Machen wir das einfach mal nur mit einem, User-Namespace. Ctrl G runter ls -l slash proc slash 4451. Das sieht ja, das ist alles von dem Empire-User. Ne? Das ist nicht vom User-Root, sondern das ist Empire-User, auch wenn der innen drin die UID 0 hat. So, und wozu ist das gut mit den User-ID-Namespaces? Das hat eine Eigenart oder eine Eigenheit. Und zwar hängen an der User-ID 0 diverse Permissions. Also gibt eigentlich zwei Eigenheiten. Das ist Eigenheit Nummer 1. Das heißt, sobald ich einen User-Namespace aufmache, bekomme ich mehr Permissions. Ich bekomme mehr Privileges. Die sind eingeschränkt auf Namespaces. Das heißt, ich kann nicht einfach irgendeinen Unfug treiben. Aber wie man vorhin gesehen hat, ich kann einen Bind-Mount beispielsweise machen. Das funktioniert so, dass ich zuerst einen User-Namespace aufmache, dadurch bekomme ich UID 0. Dann mache ich einen Bind-Namespace, einen Mount-Namespace auf. Und jetzt habe ich innerhalb von dem Mount-Namespace habe ich dann die Privilegien, Bind-Mounts zu machen. Und wenn ich nicht UID 0 wäre, sondern UID 15.000, dann dürfte ich selbst in dem, Mount-Namespace nichts tun, weil die diese Capabilities eben mir gegeben werden, weil ich User-ID 0 bin. Okay, so. Also das ist Grund Nummer 1. Wenn ich irgendwas machen möchte mit Usernames, mit Network Namespaces oder mit Mount Namespaces oder mit Pit Namespaces, was irgendwie interessant ist, dann muss ich normalerweise Root sein oder die entsprechenden Capabilities haben. Und die kann ich eben darüber holen, dass ich zum Root-User werde, mit sudo beispielsweise, oder ich kann sie mir holen, indem ich einen Usernamespace anlege. So. Der Usernamespace hat jetzt aber die Eigenschaft, naja, was, ich kann jetzt ja immer noch auf Dateien zugreifen, ne? Und das ist jetzt interessant, weil die, ich bin ja hier in einem Home-Verzeichnis von einem Empire-User. Und was jetzt man hier sieht, ist, dass die User-IDs von den Dateien auch gemappt wurden. Und deswegen bekomme ich allein durch den User-Namespace keine zusätzlichen Privilegien, die mir irgendwas erlauben, Unfug zu treiben auf dem System selber. Ja, weil ich darf jetzt nicht von irgendeinem anderen User Dateien bearbeiten oder sonst irgendwas Komisches tun. Oder wenn ich eine SetUID-Binary ausführe, werde ich User-ID 0. Aber ich bin schon User-ID, Und wie sieht es aus? Naja, wenn ich den Root-User nicht mit reingemappt habe, dann sollte ich eigentlich in das LND so etwas sehen wie hier. Wenn ich mir anschaue, was für eine User-ID hat beispielsweise Proc, das wird normalerweise geowned von Root. ls-lnd/proc, ne? Das wird normalerweise hier von User-ID 0 geowned. Und diese User-ID ist aber nicht gemappt in meinen Username-Space. Weil ich, ja, das ist einfach so konfiguriert, hier sage ich, anscheinend meines User, nege einen neuen Username-Space an und dann sage ich ihnen, map bitte schön meine User-ID, die ich außen habe, das ist die, nicht 1000, ja, mappe die User-ID 1000 außen auf die User-ID 0 innen. Und sonst wird kein Mapping vorgenommen von diesem Befehl unshare, meines Gedöns. Deswegen sind alle anderen UIDs, die es außen so gibt, innerhalb von dem User-Namespace unbekannt und werden auf diese User-ID gemappt, hier 65.534, die für den Nobody-User steht. So, und diese spezielle User-ID, wenn ich hier versuche, irgendwelche Dateien anzufassen, sagt mir Linux, nee, darfst du nicht, das ist ein spezieller User, da darfst du halt nichts tun mit. So. Und das, was ich jetzt nicht demonstrieren kann, ist, du kannst halt auch noch mehr als nur ein Mapping machen. Ja, momentan, das kann man sogar demonstrieren. Echo $, das ist die User-ID, die Process-ID. Jetzt kann ich unten hingehen und sagen, cut /proc/4451/UID-Map. Diese User-ID-Map ist, wenn ich es richtig interpretiere, innerhalb von dem Network Namespace starte bei 0, außerhalb von dem Network Namespace starte bei 1000 und mappe eine User-ID rein.
Ja, das ist genau das, was wir gesehen haben. Ne? Außerhalb bin ich User ID 1000, innerhalb bin ich User ID 0 und es gibt nur diese genau eine User ID, alle anderen sind nicht bekannt. Und ich könnte aber in der Theorie auch hingehen und mir mehr als eine User ID in den User Namespace reinmappen. Wozu ist das sinnvoll? Na, das ist sinnvoll, wenn ich halt Applikationen habe, die mehr als einen User brauchen. Oder wenn ich irgendwelche Legacy-Applikationen habe und die haben halt, ich möchte was mit apt installieren, da gibt es meistens irgendeinen apt-User. Und es gibt den Root-User und es gibt, was weiß ich, was noch, irgendeinen Service-User für irgendwas, was ich installiert haben möchte. Und dann gehe ich normalerweise hin und sage, okay, mappe bitte zusätzlich zu dem einen User, den ich brauche, noch andere User in den UID-Namespace mit rein. Das andere Interessante an dem ist, jetzt habe ich diese zusätzlichen Privileges und Capabilities innerhalb von dem User-Namespace. Und wenn ich es irgendwie schaffen würde, eine Set-UID-Binary auszuführen, hilft mir das überhaupt gar nicht weiter, weil ich bin schon UID 0. Ja, das heißt, es hat einen gewissen Schutz, weil ich innerhalb von diesem User Namespace eben mir nicht so einfach zusätzliche Capabilities holen kann. Das kennt man dann so ein bisschen auch unter dem Begriff Rootless Container, wenn ihr das mal gehört habt. Das ist die Idee, dass normalerweise, wenn ich einen Container laufen habe, habe ich oftmals innerhalb von einem Container Root-User, damit ich beispielsweise Port 80 einfach benutzen kann oder damit ich zusätzliche Pakete installieren kann mit Pacman oder Zipper oder sonst irgendwas. Ja, und das Problem ist aber, bis vor ein paar Jahren war das halt so, dass standardmäßig beispielsweise unter Docker dieser User halt der echte Root-User war, derselbe, der überall anders im System auch Root-User war. Und wenn ich es jetzt irgendwie geschafft habe, auf eine Datei zuzugreifen, die außerhalb von meinem Container liegt, hatte ich, da ich Root-User-Privilegien hatte, theoretisch die Möglichkeit, dort Unfug zu treiben. Und das wird ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass ich sage, okay, ich habe hier zwar einen Root-User in meinem Container, aber das ist gar nicht der Root-User, den es außen gibt, das ist mein eigener Root-User und ich habe nur zusätzliche Privilegien auf das, was ich innerhalb von meinem Container mache. Beispielsweise gibt mir der die Privilegien, auf Port 80 zu hören, aber halt nur in meinem eigenen Network-Namespace. Ja. Ich glaube, das Thema User Space Networking verschiebe ich mal, das ist nicht so viel. Ja, Fragen? Zu viel auf einmal? Ja? Die Frage war, wie viel, also wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, dass der Parent etwas vor einem Child Process verstecken kann. Wie ist denn das andersrum? Wie viel kann denn das Child von dem Parent verstecken? Habe ich ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Ich könnte jetzt etwas drüber sinnieren, aber das wird wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll sein, was ich jetzt mir dabei überlegen kann. Da muss ich eigentlich eher an sowas denken wie die SGX, die Software Guard Extension von Intel. Die ja dafür da sind, dass ich Code ausführen kann, wenn ich dem Betriebssystem nicht traue. Das hat jetzt mit Namespaces ja nichts zu tun. Mir fällt es ehrlich gesagt auch nicht wirklich ein, inwieweit das für die Namespaces relevant ist. Etwas überlegen. Also wenn du Root bist auf dem System selber, also im Root-Name, in dem Root-User-Namespace, dann glaube ich, kannst du dich mit diesen Mechanismen nicht wirklich schützen. Ich wüsste zumindest nicht wie. Wenn du außerhalb von einem System nicht der Root-User bist, hast du, glaube ich, immer noch das Problem, was genau möchtest du denn verstecken? Wenn du beispielsweise Dateien verstecken möchtest, könntest du immer noch mit ZNS einen Namespace joinen. Das heißt, ich habe bisher ja Unshare gezeigt. Unshare zeigt, ich kann einen neuen Namespace aufmachen. Du kannst aber auch, oh Gott, wie war denn das? War das ZNS? Nee, NSEnter. NSEnter ist das Tool dafür. Mit NSEnter kannst du einem Network Namespace beitreten. Das heißt, du startest hier einen neuen Prozess und der wird gejoint zu einem existierenden Namespace. Und wenn du jetzt einen Child Process gestartet hast und es unter demselben User läuft, hast du meines Wissens die Erlaubnis, dass ein anderer Prozess, der im selben User läuft, dem joint. Und dann hast du es ja quasi wieder verloren, diese Isolation.
Jo. Noch Fragen? Gut. Alles klar.